Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lucky Skyblock. Ich hoffe, diese Folge wird weniger sterblich, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ich bin in der letzten Folge ziemlich oft hier runtergeflogen. Ja, war alles geplant natürlich, ne? Ja, ist klar. Diese Folge fängt ja super an. Meine Leertaste hat nicht reagiert. Ah, jetzt tut es wieder. Ja, ich weiß, typische Ausrede, ne? Oh Gott. So mag man gar keine Aufnahme wieder. Ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen an Skyblock gewöhnen, ne? Merkt man das mal mir irgendwie an? Wir haben jetzt keine Spitzhacke mehr. Geil. Ich freue mich immer so riesig, wenn ich keine Spitzhacke mehr habe und auch keine Sticks mehr und allgemein kein Holz mehr und die Lucky Blöcke mir helfen mir auch so super dabei, ne? So, den hier auch noch. Ich weiß, ich fall runter, aber auf den richtigen Block. Okay, jetzt haben wir wieder 5 Baublöcke verloren, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen irgendwie es zu der Insel da hinten schaffen. Wie? Ich fall durch so einen Block. Wieso falle ich durch den Zaun durch? Sag mal, ist meine nächste Spitzhacke weg. Ich krieg eine Krise. Und wir haben nicht mehr genug Holz, um uns eine neue zu machen. Er läuft. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will mal ganz kurz was testen, ne? Hier kann man jetzt... Hey, hier kann man nicht durchfallen. Bin doch nicht bescheuert. Ah, toll. Jetzt kann ich auch runterfallen. Ey. Und ciao. Leb wohl, schöne Wälder. Toll. Ja, klasse. Und ich habe mich noch so gefreut, als am Anfang diese Struktur kam. Ne? Dachte ich noch so. Yay, wir haben genügend Baublöcke, um uns zur nächsten Insel rüberzubauen. Naja, Fehlanzeige, du. Dachtest so. Dachtest wohl so. Ja. So. Ich baue jetzt erstmal die ganze Wolle ab. Das Quarz in den anderen Schritt kann ich jetzt ja nicht abbauen. Also ich habe ja noch diese eine Spitzhacke, wenn ich mit der runterfalle, du. Das ist dann schon ein bisschen bescheuerter. Und ich falle ja irgendwie gerne runter, habe ich das Gefühl. Wenn ich jetzt noch so eine Todesanzeige rechts hätte, ne? Ich glaube, wir wären jetzt schon bei 130. Wie kann der runterfallen? Oh, kann sich wieder aufregen. Entschuldigung, ich bin heute sehr leicht reizbar. Wir brauchen 50 Blöcke, um darüber zu kommen. 50. Und wir haben 16. Alles spricht für uns. Das ist ein Traum. So, okay. Die 24 verbrate ich jetzt lieber erstmal, bevor ich mit denen jetzt auch noch runterfalle. Warte. Gut nachdenken. Das hat geklappt, okay. Man muss immer vorsichtig sein. Und ich benutze auch das Obsidian übrigens zum Bauen. Obsidian bekommen wir ja anscheinend genug. Da kann ich das auch gut zum Bauen benutzen. Ich hoffe, wir kommen bei der anderen Insel an. Vier, drei, zwei und eins und letzter. Wir könnten es schaffen. Wir könnten es schaffen. Wenn ich nicht völlig bescheuert bin, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute. Ich bin zuversichtlich. Ich baue jetzt auch nochmal ganz, ganzen Zäune hier ab. Erstens, weil sie mich am Weg hindern. Und zweitens, weil ich die auch als Baublöcke benutzen kann.
Aber wir haben auch noch nicht irgendwie so einen Baublock-Pack bekommen, ne? Wo wir einfach mal so richtig schön viel Prismarin oder Redstone-Gedönse. Wir nehmen, was wir kriegen können. Ja, toll, die fallen jetzt natürlich alle runter. Das interessiert mich jetzt allerdings weniger. So. Vielleicht sind die Inseln noch ein bisschen zu weit entfernt. Das hier ist übrigens keine Map, die ich mir irgendwie heruntergeladen habe, sondern die habe ich komplett selbst gebaut. Also, ich weiß nicht, wie viel im originalen Lucky Skyblock die entfernt sind, aber vielleicht waren 2 Stacks dann doch ein bisschen zu viel. Ey. Okay. So, 7 Zäune. Ich hoffe, ich falle nicht. So. 3, 2, 1. Ah, wir sind unserem Ziel so erschreckend nah. Okay. Dann, next one. Was, wie machen wir jetzt weiter? Ich baue dort oben jetzt erstmal ab. So, ja, wir können es super, wir können es schaffen. Wir schaffen es, Leute. Nicht pessimistisch sein, sondern optimistisch. Wir schaffen es. Oder auch nicht. den hier. Dich nehme ich mit. So, dich nehme ich mit. Ja, ich würde sagen, ich pack mal ganz kurz meinen Spitzhacker aus. Wenn ich jetzt damit runterfalle, ne? Ich bring mich um. Boah! Alter! Safety first. Warte mal. Ich baue mal ganz kurz so eine Wasserquelle hin. Einfach, wenn ich runterfalle, dass ich mich vielleicht noch retten kann. Wenn diese Spitzhacke weg ist, dann haben wir keine mehr. Und wir können uns... Warum reagiert meine Sprint-Taste nicht? Weil ich die Shift-Taste gedrückt habe. Ach so. Oh, Leute. So. Alter, was ist das denn für eine Picke? Was ist das denn für eine Picke? Die baut ja instant ab. Wow. Wow. Hätte ich früher auspacken sollen. Nicht schlecht, alter Specht, du. So. Okay. Damit sollten wir vielleicht sogar dahin kommen. Geschafft. Beziehungsweise noch längst nicht geschafft, ne? Wir müssen da jetzt noch hinkommen. Ich baue den da mal drauf. So. Obwohl, wäre eigentlich besser, wenn wir uns unter die Insel bauen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und wir haben noch so viele Blöcke über. Wir bauen uns erstmal unter die Insel drunter. Damit wir wirklich jeden Block dort bekommen. Da haben wir noch einen Wassereimer, sehr gut. So. So einmal bitte. Danke. Leben am Abgrund. So, okay, den haben wir. Alter, was für Skills. Geil. Ich hab voll die Skills, Alter. So. Und so. Und so. Und
eigentlich auch noch zwei. Huh, okay, wir haben die Insel jetzt erstmal untergraben. Dann würde ich sagen, der da. Yes! Yes! Ho! Wir haben Lava-Bucket, Leute! Wir haben Cobblestone-Generator! Jetzt! Jetzt nicht sterben! Bitte! Bitte hör mir auch noch einmal zu, der da oben! Bitte hör mir auch noch einmal zu! Ich flehe dich an! Lass mich jetzt nicht runterfallen! Okay, ist meistens meine eigene Schuld, aber bitte! Ich gehe jetzt im Shift-Modus da zurück! Ich schwöre es! Ich gehe jetzt am Shift-Modus zurück! Das hier hat gefehlt. Und da war auch noch Milch. Die ist das Wichtigste. Oh. Mit letzten Mitteln haben wir uns darüber gegraben. Und jetzt haben wir den Cobblestone Generator. Huh. Oh Gott. Ender Chest. Yes, Leute. Yes. Yes. Tschüss. Okay. Okay, ist ein bisschen übertrieben heftige Reaktion. Wir brauchen jetzt erstmal Platz für unseren Cobblestone Generator. Das würde ich nämlich jetzt auch gerne als allererstes machen. Komm, wir haben hier einen neuen Cobblestone. Wie würde ich das gerne machen? Wow. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich baue die Ender Chest mal da. Und baue die hier mal ab. So. Und dann baue ich hier ein Block hin. Und an dieser Stelle will ich dann den Cobblestone abbauen. Ja, so mache ich das. Heißt, ich muss nee, geht gar nicht so. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich glaube, wir bauen noch mal ein paar mehr Baublöcke. So, und... Autsch. Wieder falsche Taste gedrückt. Deshalb habe ich das Wasser hier hingesetzt. Okay. Leben am Abgrund, wie immer. Mein Wahlspruch. Ich gehe pennen. Ich gehe mal erstmal pennen. So. Alter, Leute, da haben wir was geschafft heute. Wir haben Cobblestone-Generator, also wir haben zumindest die Materialien dafür. Die man in Skyblock eigentlich am Anfang gestellt bekommt. Ach nee, warte mal. Cobblestone-Generator, wir müssen die anderen Dinger nehmen. Wir wollen ja nicht, dass unser Generator abbrennt. Ich pack erstmal ganz kurz das Zeug hier rein. So. Okay, wir nehmen jetzt mal die Blöcke hier. So. Und den auch noch. So. Und den hier auch noch. Okay. 4 Quarz, 8. Von dem Zeug. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ganz praktisch wäre es ja, wenn wir den hier so hinbauen könnten. Moment, nee, dann würde an dieser Stelle hier irgendwie den Cobblestone abbauen. Genau. Dann kann ich den eigentlich schon wieder abbauen. So. Dann würden wir an dieser Stelle hier den Cobblestone abbauen.
Und hier wäre dann die Lava. Ja, genau. Das wäre unser Cobblestone Generator. Und den Block hier habe ich einmal falsch platziert. Das ist auch nicht schlimm. Oh, pff, lol. Okay. Gut. Dann einmal diesen. Dann müssen wir einmal diesen Obsidian hier abbauen. Den haben wir sogar bekommen. Sehr gut. Dann brauche ich nochmal ein paar Steinchen. Zumindest an dieser Stelle hier. Setze ich einen Beacon. Weil man den schwieriger abbauen kann. Heißt, da können wir dann die Taste gedrückt halten. Und dann möchte ich einmal hier drunter einfach der Sicherheit halber Blöcke setzen und an dieser Stelle den hier wieder abbauen. Ja, lol. Warte mal. Hier haben wir drei leere Eimer. Nee, Quatsch. Was? Okay. So. Okay. Und jetzt der Lava-Eimer. Yes! Huh! Oh Gott. So. Okay, Leute. Wir haben Cobblestone-Generator! Uhu! Dafür gibt's bitte ein Like. Okay? Nee, ich bin nicht da geil. Yes! Oh! Okay. Nice. Leute, wir haben Cobblestone Generator. Bam. Das staunste was, ne? Hast du nicht gedacht, dass der Olle hier das schafft? Ich würde erstmal gerne diesen Weg hier ein bisschen ausbauen. Und dann hier einmal vielleicht so ein bisschen untermauern. So. So. Den hier einmal bitte abbauen. Ah, wir müssen jetzt echt irgendwann sehen, dass wir zu Holz kommen. Weil das hier ist unsere einzige Spitzhacke. Wenn wir die hier verlieren, dann bringt uns auch ein Cobblestone Generator nichts mehr. Nee, Quatsch, die. Wo will ich da drin haben? Genau. Die ist heilig. Okay. Ich würde sagen. Ja, einen Lucky Block schaffen wir noch in dieser Folge. Ich pack mal hier ganzes Zeug weg. Und bewaffne mich mal ganz kurz. Mit einem Lucky Block und schauen wir, was der uns bringt. Bisher hat uns diese Insel nur Gutes gebracht. Eine Lucky Potion. Also, wie viel Glück kann man jetzt noch haben? Was hat die? Ja, plus 520% Attack Damage. Sonst geht's ja noch gut. Okay, die benutzen wir auf jeden Fall beim Wurder-Kampf brauchen wir nicht mehr. Aber im Innerdrachenkampf. Nice. Okay, aber wir dürfen das Ziel nicht vergessen. Das Ziel sind immer noch die Achievements. Und ich packe mal ganz kurz hier das Zeug hier raus. Und was sagen die Achievements? Die Achievements sagen Time to Farm, Time to Strike. Dafür brauchen wir beides Holz. Diamonds. Einen Moment, da schaffen wir noch diese Folge. Sollte es doch eigentlich gehen. Yay! Diamonds! Okay, so kann man sich Achievements ercheaten. Ja, dafür brauchen wir noch ein Buch. Und ansonsten geht's bald schon Nether. Okay, Leute. Würde ich sagen, nächste Folge kein Nether, weil mir gerade aufgefallen ist, als wir dafür einen Flint brauchen und wir keinen Flint haben, weil wir keinen Kies haben. Und wir nicht so schnell an Kies kommen.
Lol, was ist denn da gerade runtergeflogen? Hä? Da sind Squids gespawnt. Alles klar. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lucky Skyblock. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.